Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der History Challenge und wir befinden uns immer noch in der Steinzeit und heute hat die gute Annelie einfach Geburtstag. Das heißt also, sie wird einfach zum Säugling heranaltern und ich würde sagen, das starten wir doch einmal direkt. Und zwar wird die gute Alea jetzt hier erst einmal ihre erstgeborene Tochter, ja, hier älter werden lassen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was für ein Merkmal die kleine Maus bekommen wird. Und sie ist einfach ein gefühlt starker Sim. Okay. Herausforderung angenommen. Und da kommt die kleine Maus einfach zu uns herab. Und wir brauchen natürlich, ja, jetzt hier auch noch ein Bett für die kleine Maus. Das werde ich jetzt einmal schnell machen. Dann können wir nämlich auch, ja, die kleine Maus auch bald in ihr Bett reinlegen. Und ich würde sagen, wir werden sie jetzt hier erst einmal ein wenig füttern. Und der gute Rolo kann dann in der Zwischenzeit, ich weiß ja jetzt nicht, warum er mitten in der Höhle nach Strandgut suchen kann. Aber ich würde sagen, wir werden ihn jetzt einmal hier auf die Toilette schicken. Und dann kann er einmal versuchen, hier ein Festessen zu kochen. Und zwar einmal ein Fischfestessen. Und dann kann gleich die gute Alea hier erst einmal, ja, im Müll rumwühlen. In der Hoffnung, dass wir dann da ein wenig, ja, Zeug bekommen. Und dann schauen wir doch ganz einfach mal nach. Ich glaube nämlich, einer von den beiden hat nämlich das Herz von Sulani nochmal bekommen. Okay, aber warum haben wir jetzt hier die Kette? Und hier einmal... Ah, nee, okay, das sind zwei verschiedene Sachen. Okay, ich habe nichts gesagt. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier einmal eine Seeigelschale. Die können wir, denke ich mal, verkaufen. Und ja, genau, das verkaufen wir einfach mal. Die Kuhbeerenpflanze, die lasse ich mal noch, weil es könnte sein, dass wir die für irgendwas gebrauchen. Also nicht, dass ich jetzt hier anpflanzen wollen würde. Aber wie gesagt, vielleicht können wir die für irgendwas gebrauchen. So, dann werden wir natürlich jetzt hier erst einmal ein wenig Bauchzeit mit der kleinen Maus verbringen, damit wir halt auch so viel wie möglich lernen können. Und in der Zwischenzeit kann der gute Rolo dann jetzt hier einmal das Präriegras ernten. Ich weiß noch nicht, ob er das bei allen schon machen kann. Ja, doch, gesamte Präriegras ernten. Mal schauen, was wir dann da bekommen können. Und dann werden wir uns dann auch zwischendurch mal hier um diese Fischfallen kümmern. Da können wir aktuell noch nichts, ja, rausholen. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja aktuell hier noch was zu tun. So, wir haben nochmal Pferdemist gesammelt. Und natürlich werden wir dann hier nochmal zusammen Bauchzeit verbringen. So, also aktuell finden wir hier leider nur ein wenig Pferdemist. Aber das ist nicht so schlimm. Rolo kann dann jetzt hier einmal nach Kleinteilen wühlen und kann dann auch direkt einmal das Essen wegschmeißen. Die Stammbäume von den Sims findet ihr übrigens auch nochmal unten in der Infobox. So, dann wühlen wir jetzt hier einfach nochmal nach Kleinteilen und dann kann der gute Rolo das einmal wegmachen. Und dann werden wir jetzt hier, nein, wir wollen jetzt hier nicht abhängen, wir wollen jetzt hier, ja, noch eine Mahlzeit servieren. Und was möchte er hier? Er möchte 8 Stunden draußen bleiben. Das ist doch eigentlich was sehr Schönes. Und wir haben jetzt hier die Meilensteig-Kopfheben freigeschaltet. Das ist doch cool. Und dann wird die kleine Annelie schon mal ins Bett gebracht. Dann wird Alea sich jetzt hier erst einmal um ihre Bedürfnisse kümmern. Also zumindest mal um ihr Harndrang. Und dann kann der gute Rolo eigentlich einmal alle zum Essen rufen. So, dann haben wir das nämlich auch einmal erledigt. Und dann wird sie natürlich einmal baden gehen. Und in der Zwischenzeit kann der gute Rolo einmal seiner Tochter eine gute Nachtgeschichte erzählen, damit diese eben besser einschlafen kann. Und dann werden wir ihr einmal einen guten Nachtkuss geben und werden sie dann auch in den Schlaf wiegen. Okay, das hat schon mal super funktioniert. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir hier noch was an den Fallen machen können. Nein, können wir aktuell nicht. Aber nicht so schlimm. Ich würde sagen, meine Sims kümmern sich jetzt hier noch um ihre Bedürfnisse und wir sehen uns dann morgen nochmal. Der nächste Morgen beginnt für die Familie Stone eigentlich relativ früh, denn die kleine Anne hat ja die Nacht durchgemacht und hat somit auch einige Meilensteine freigeschaltet. Und zwar kann sie sich jetzt selbstständig auf den Rücken rollen. Sie hat Gurren einmal freigeschaltet und ich schau mal ganz kurz, was es noch war. Denn es waren so einige Meilensteine dabei. Genau, also es war einmal Rückenrollen, dann Bauch gerollt, aber das hatten wir, glaube ich, schon gestern Abend. Genau, und das waren so die Meilensteine, die sie so, ja, abgeschlossen hat. Jetzt werden wir sie hier einmal stillen und dann wird die gute Annelie dann einmal schlafen gehen. Okay, und jetzt bricht hier einfach schon wieder der Vulkan aus. Und gut, dass keiner von den Sims hier draußen stand, denn sonst wäre er schon wieder oder wäre er eventuell von diesem Stein getroffen worden. Glück im Unglück. Und da die guten Sims jetzt hier einmal Hunger haben, werden wir natürlich jetzt hier einfach nochmal ein Essen kochen. Und die gute Alea kann sich dann jetzt hier erst einmal um ihre Pflanzen kümmern. Dann haben wir das nämlich auch einmal erledigt und dann werden wir hier natürlich wieder unsere Fallen leeren. So, die Fallen sind präpariert, das Essen ist fertig und Alea ruft jetzt hier mal sämtliche Sims erst einmal zum Essen. Und dann kann Alea sich hier erst einmal um ihre Bedürfnisse kümmern. Und dann schauen wir auch mal,
Annelie geht es eigentlich relativ gut und auch dem guten Rollo geht es sehr, sehr gut. Das ist doch schon mal schön. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz überprüfen, ob hier wirklich alles stimmt. Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass das Ganze nicht angenommen wird. So, und der gute Rollo kann sich jetzt hier erst einmal ranmachen, hier ein paar Möbel herzustellen. Und zwar machen wir jetzt hier erst einmal einen Spiegel. Und jetzt war hier eine junge Dame. Mit der stellen wir uns natürlich erst einmal freundlich vor. Dafür müssen wir die gute Alea einmal aus der Badewanne schmeißen. Und dann würde ich sagen, so glücklich wie die Familie Stone jetzt hier ist, lassen wir die Familie auch nochmal zurück. Wir werden schauen, was der nächste Teil so alles bringen mag. Wenn ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like oder ein Abo da, damit dieser Kanal gemeinsam mit euch wachsen kann. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!